Viele von euch waren letzte Woche auch schon da. Ja. Da war ich ja auch schon mit dem Kinder- und Jugendrechte-Fahrrad hier. Und ihr habt Basis gemacht, ihr habt ein Kinderrechte-Quiz gemacht. Wir haben darüber nachgedacht, auf welchen oder mit welchen Gegenständen und Medien könnte man eigentlich gut Werbung für Kinder- und Jugendrechte machen. Weil in dem Projekt Kinder und Jugendrechte gemeinsam bewegen geht es darum, dass ihr euch über eure Rechte informieren könnt und dass wir gemeinsam überlegen, wie Kinderrechte noch bekannter werden können und noch besser umgesetzt werden. Mein Name ist Birte Wenke und ich koordiniere das Projekt Kinder und Jugendrechte gemeinsam bewegen für das Diakonische Werk Hamburg. Im Projekt geht es darum, dass junge Menschen bis 27 Jahre Möglichkeiten und Räume erhalten, um sich mit den Rechten auseinanderzusetzen, insbesondere mit denen aus der UN-Kinderrechtskonvention, und sich selbst aktiv für deren Umsetzung einsetzen können. Außerdem geht es darum, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen und mit Fachkräften aus diakonischen Einrichtungen zu erarbeiten, wie die Rechte junger Menschen in den Einrichtungen stärker umgesetzt werden können. Dazu ist es sehr hilfreich, am Anfang mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam einzuschätzen und auszuwerten, wie gut sie ihre Rechte selbst umgesetzt sehen. Wir haben zentrale Kinder- und Jugendrechte auf ein Lastenfahrrad gedruckt, das Kinder- und Jugendrechte-Fahrrad, und damit fahre ich quer durch Hamburg in die diakonischen Einrichtungen und gestalte Angebote vor Ort. Ich bringe Ideen mit, Materialien und Moderationskompetenzen zur Beteiligung von jungen Menschen und kann dabei beraten und begleiten, wie gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen an einer weiteren Umsetzung ihrer Rechte vor Ort gearbeitet werden kann. Ein Besuch mit dem Kinder- und Jugendrechte-Fahrrad kann zum Beispiel so aussehen, dass ich verschiedene Stationen vorbereite, an denen sich Kinder und Jugendliche in einem Raum spielerisch auseinandersetzen können mit ihren Rechten. Oder dass wir einsteigen, indem wir gemeinsam sammeln, was brauchen junge Menschen eigentlich für ein gutes Leben, und davon dann die Kinder- und Jugendrechte ableiten und erstmal schauen, welche Rechte gibt es überhaupt. Und danach können junge Menschen dann Statements und Forderungen formulieren, die wir dann aufzeichnen und auch öffentlich machen können. Was brauchen Kinder, damit es ihnen gut geht? Ausländer können auch haben, sie dürfen eigene Geheimnisse haben und so. Was nicht die Eltern wissen. Meine Eltern wissen auch nicht alles. Paula, dir fällt noch was ein? Dass man ein Recht auf einen Namen hat und es auch egal ist, welchen. Nicht das Einzige dazu, genau. Dass man das Bild noch sehen kann. Hier. Inhaltlich kann es bei dem Besuch aber auch stärker um die Umsetzung von Kinder- und Jugendrechten in der Einrichtung selbst gehen. Das hängt dann von der Situation und von den Ressourcen vor Ort ab. Kinder- und Jugendrechte umzusetzen ist eine wichtige und dauerhafte Querschnittsaufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe für alle Einrichtungen, und dabei wollen wir mit dem Projekt unterstützen und begleiten. Wichtig ist uns als Landesverband auch die Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für die Rechte junger Menschen, und die diakonischen Einrichtungen sind gute Orte, um EntscheidungsträgerInnen aus der Politik und aus der Verwaltung mit jungen Menschen ins Gespräch und in einen Austausch zu bringen. Im November letzten Jahres haben sich über 60 Kinder für ihre Rechte engagiert und im Rahmen der Aktionstage echte Kinderrechte mit PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen aus der Diakonie auseinandergesetzt, ausgetauscht und haben ihre Forderungen an die Politik herangetragen. Also ich fand es schön, dass man auch unsere Meinung hört und nicht nur dann die Erwachsenen oder so, weil normalerweise wird ja nur gesagt, die Erwachsenen. Ich fand es schön, dass auch unsere Stimmen gehört werden. Auch dieses Jahr planen wir wieder Aktionen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel zum Weltspieltag im Mai oder zum Weltkindertag im September. Alle Angebote des Projekts sind für diakonische Mitgliedseinrichtungen kostenlos. Es ist sehr flexibel gestaltbar, was vor Ort passiert, je nachdem, welche Ressourcen und Möglichkeiten es gerade gibt. Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich gerne an, wenn Sie Interesse am Projekt haben. Ich freue mich sehr, neue diakonische Einrichtungen kennenzulernen und Sie mit dem Kinder- und Jugendrechte-Fahrrad zu besuchen.